Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Mind Battle auf bergwerklabs.de, dem besten Server, hoffentlich inzwischen in eurer Serverliste. Und es geht los in 5, 4, 3, 2, 1. Und das erste Wort lautet Buch. Wow. Und mit mir sind auch dabei der liebe Venkor und der liebe The Dark Layton. Hallo. Guten Tag. Guten Day. Day. Okay. And it's gone. Nee. Buch ist ja nur einfach. Buch ist einfach, sagst du? Er ist ja schon lange dabei, das Buch. Ja, natürlich. Natürlich sagt er, es ist einfach. Ja, ist es schon so lange da? Ist es schon von Anfang an dabei? Mhm, tatsächlich. Oh, ja. Aber das kannte ich nämlich dann noch nicht. Ich hab's sowieso schon vergessen. Ich sag euch mal so, wie es ist. Wir spielen nämlich jetzt auch wieder mit den Nigel-Nagel-Neuen Modellen, wenn man so will, ja, mit den neuen Modulen. Und ich weiß gerade echt nicht, ob ich hier irgendwie ein Baufehlerchen drin habe. Das könnte gut sein. Ich hab's fertig. Echt, ja? Ja. Ich hab leider fertig. Ich weiß halt echt nicht, wie man das innen verkleidet. Oh Mann. Das ist ein Buch halt, ne? Ja, ich weiß schon, aber das ist ja, die Seiten sind, also du hast ja praktisch einen Block ganz links, der das Band ist, also diese der Rücken, ja. Der Buchrücken. Und dann hast du vier weiße Blöcke und die sind ja, hier. Ich sag nichts. Ah. Moment. Ja gut, keine Ahnung, ich mach's jetzt einfach so. Ich mach's einfach so, das wird schon hinhauen. Das passt schon, das wird ein Buch sein. Es ist ein Buch. Ach, das war da innen drin nicht... Nee, hä? Ach, keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. Ich hab doch keine Ahnung. Cooler, oh Gott. Das ist, was ist das denn? Nice. Ja, die noch nie. Okay, die hatte ich auch noch nie. Das ist praktisch wie... Hey, das sind Teppiche. Ja. Ja, ja. Geil. Das hab ich nicht gesehen. Nice. Das habe ich ja... Ach, die sind bestimmt oben dann. Die sind garantiert dann oben. Sind das... Hey, das sind noch nicht 3x3. Sind die Seiten 3x3? Hilft mir mal bitte, guck ganz schnell. Nein, nur 2x2, richtig? Ja. Aber das Ding steht doch nicht in der Mitte. Also das ist doch... Wir sagen hinten links. Nein. Ich denke... Ja, ist schon zu viel wieder. Ja, das ist schon... Ich denke... Hab's trotzdem jetzt. Also ich glaube, ich hatte es schon. Boah. Das ist echt krass. Boah, wenn man das noch nie hatte. Ich hatte beim ersten Mal, glaube ich, fast 100%. So, bin fertig. Ja, na genau. Natürlich ist er. Natürlich. Natürlich. Der Venkor, der ist so ein kleiner Pro. Also ich weiß, dass oben auch die restlichen 8 Blöcke verbaut worden sind. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier so eine Art... Dass dieser Zip hier praktisch ist. Ich weiß halt nur nicht... Nee, so kann es ja eigentlich nicht sein. Das muss ja direkt hier oben anschließen. Das muss direkt hier oben anschließen. Ah! Ha, der Teppich. Hör, mein Block ist weg. Wieso? Ach so, alles klar. Okay. Keine Ahnung, gut. Was das jetzt nur? Das mit diesem Open drauf da. Ah, die Toilette, die kenne ich schon. Die kenne ich tatsächlich erst einmal und die habe ich da falsch gebaut. Echt, ja? Also das heißt nichts Gutes. Okay. Gott, schon vergessen, ey. Ja. Menno. So. Zack, 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 so. Zack, zack. Okay. Wieso habe ich hier was übrig? Das ist schlecht. Okay. Bei mir hat es tatsächlich gepasst. Nein, wieso? Also zwei auf dem Boden, dahinter ein Slab. Ha. Das so aus. Das ist nicht. Sieht richtig aus. Aber, obwohl, nein, wenn ich den
Also so ist es, so ist es hier oben auf alle Fälle richtig. So hier. Macht das Sinn? Es gefällt mir mehr, wenn das so von oben aussieht. Ich glaube, dass es... Ich glaube, du hast das gleiche Problem wie ich. Kann es sein, ja. Das kann, vielleicht ist das so. Die Toilette des Grauens. Ich weiß es nicht, aber ich würde es jetzt einfach mal so lassen, dass ich hinten praktisch keinen Slab habe, obwohl ich mir sehr sicher bin, dass in der Mitte hinten ein Slab war. Aber da ist jetzt bei mir ein Quarzblock, tatsächlich. Nee, da ist bei mir ein Slab. Aber dann geht's ja nicht auf. Und ich brauchte ja, ich brauchte bei der Lehne, brauchte ich ja 6 Quarzblöcke und obendrauf noch einen Block. Deswegen. You know the problem. Ach, alles klar. Was bist du denn? Ach. Ach, Manuel. Ja, meine Seiten sind halt einfach ein bisschen, die passen halt besser. Ich weiß ja nicht, was ihr für Bücher zu Hause habt, aber bei mir ist ja, der Rand da nicht so groß. Ja, es ist doch da drin. 14%. Es ist doch da drin. Ah, so sieht das aus, verdammt. Ach, das ist doch doof. Ach so, die Cola soll ja ausgelaufen sein, okay. Oh Mann. 16% nur? Ach komm. Ha, ich hab's richtig. Die Toilette habe ich wenigstens drauf. Nice. Richtig falsch gemacht. Was hast du denn da? Digga, kein Deckel bei dir. Yay, einmal Dritter. Juhu. Hä, aber wo sind denn die ganzen Blöcke hin? Da war. Ja, gut. Hä, der hat nicht viel zu wenig Blöcke dafür. Der Buddy. Ist der Buddy nicht im Bauteam? Ja, nein, der ist Mod. Ah, der ist Mod, okay. Na, gehen wir mal in Nicer Dicer. Na, gehen wir mal in Nicer Dicer. Ah, und der Venkor natürlich auch mit auf dem Treppchen. Natürlich ist er das. Natürlich. Das stimmt. Der Venkor hat nämlich schon einige Erfahrungen. Was denkst du so, schätz mal, wie viele verschiedene Module hast du inzwischen schon bauen dürfen? Keine Ahnung, vielleicht 60, 70 würde ich sagen. Meinst du ja, doch so viele schon? Ja, wenn man überlegt, ich habe über 200 gebaute und... Das ist ja nicht, ja, vielleicht, ja, 60 könnte hinhauen, würde ich sagen. Was, es gibt über 200? Was, nein, ich hab, es gibt 100, ich habe nur 200 gebaut, also über 200. Ah, okay, ja krass. Kann man ja nachgucken in den Statistiken. Und ich vermute mal, du hast trotzdem gefühlte 100 Mal die Zitrone bauen dürfen? Nee, ich glaube, die waren vielleicht 4 Mal oder sowas, 5 Mal, würde ich sagen. Ah, okay. Gar nicht so oft. Mm, okay, ja, ist okay. Ja. Layton, wie sieht's bei dir aus? Wie viele Modelle durftest du schon bauen? Keine Ahnung, vielleicht insgesamt 70? Dieser Buddy. Er ist ein Moderator. Aber ist er auch unser Buddy? Er ist verschwunden. Das ist es gewesen mit der heutigen Folge Minecraft Mind Battle auf bergwerklabs.de. Und ich würde mich. Ich bin toll. Der Dark Layton ist toll, ja. Und ich würde mich. Und Venko ist auch toll. Ja, natürlich. Und alle sind toll. Die ganze Giga-Familie ist toll. Woohoo! Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr das Video teilen könntet, denn teilen, der liebe Das Atlas hat das mal in einem seiner Videos erklärt, ist die beste Methode, um gerade kleineren YouTubern zu helfen, dann doch größer zu werden, denn bei YouTube ist es oft so, dass die Großen noch größer werden und die Kleinen, die müssen sehen, wo sie bleiben. Ein schweres Los. Ja, also dementsprechend ist eure Unterstützung gefragt, das wisst ihr ja, ihr könnt diesem Kanal helfen, größer zu werden und zu wachsen, und dann sehen wir uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Ich sage Good Game, bedanke mich vielmals bei meinen lieben Gästen und bis dahin, euer GigaGreevy. Ciao, ciao. Okay.